Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die vor einer Woche vorgestellte ältere Schäferhündin Jenny hat leider bis jetzt noch keine Interessenten gefunden. Wir wollen an dieser Stelle nochmals an Jenny erinnern, die wegen Umzugs im Tierheim abgegeben wurde. Sie möchte doch so gern wieder für ein Grundstück verantwortlich sein. Die heutige Folge stellt zwei ganz unterschiedliche Tiere vor, die in Gotha gefunden wurden. Eine männliche Wasserschildkröte haben Passanten am 8. August auf einem Betonweg beim Medimax-Markt in der Eisenacher Straße gefunden. Vielleicht ist sie von einem Gartengrundstück aus auf Wanderschaft gegangen. Was für eine Art Wasserschildkröte die Schöne ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Tierheim-Mitarbeiterin Katrin Schallenberg hofft, dass die Besitzer das Tier auf diesem Weg erkennen. Verwandte oder Bekannte der Besitzer dürfen auch gern mithelfen. Sollten sich für Schildi keine Besitzer melden, wird für sie ein artgerechtes Zuhause gesucht. Weiterhin wurde am 10. August in der Annastraße in Gotha eine Exotic Shorthair Mischlingskatze gefunden. Sie wird in der Arche Noah auf ungefähr 10 Jahre geschätzt. Ihre Zähne sind in einem schlechten Zustand. Die Mieze ist in der Arche Noah sehr ängstlich und schüchtern. Ob sie aus einer Wohnungshaltung kommt oder schon länger unterwegs war, kann man ihr nicht eindeutig ansehen. Sie lässt sich noch nicht gern anfassen und streicheln. Das ist allerdings bei Katzen, die sowieso etwas ängstlicher sind und dann in einer ganz fremden Umgebung in einen Quarantänekäfig müssen, kein Wunder. Die Exotic Shorthair Katze liebt es allgemein ruhig und beschaulich. Das ist es im Tierheim weniger als auf einem Sofa zu Hause. Sollte sich auch für Miezi kein Besitzer melden, braucht sie ganz schnell wieder ein geordnetes Katzenleben mit viel Zuwendung.